es lebt sich schön in Ostbelgien oder hier in Eupen. Es ist die Nähe zur Natur, aber auch die Stadt, die wir haben und die verschiedenen Möglichkeiten. Also es ist einfach Vielfalt, was wir hier haben. Mein Name ist Miriam Elebe. Ich bin Kunsthistorikerin, ich lebe in Eupen und arbeite für Chodosh Nixonergia. Wir sind ein Kulturverein. Früher gab es uns an verschiedenen Standorten und seitdem es den alten Schlachthof, also das Kulturzentrum gibt, sind wir auch dementsprechend hier vertreten. Ich bin im Mittleren und Fernen Osten groß geworden, in Saudi-Arabien und Taiwan. Das war, weil mein Vater einen Diplomatenstatus hatte. Er war Manager für die Catering Company, also er hat für verschiedene Fluggesellschaften gearbeitet. Als Kind, als Neunjährige, bin ich mit meinen Eltern in die Eifel gezogen, genauer gesagt nach St. Vith. Bin dann in Malmedy zur Schule gegangen und als ich mein Abitur in Verviers gemacht habe, sind wir dann nach Aachen gezogen. Und studiert habe ich in Aachen. Mit diesem multikulturellen Background, was ich halt seit klein auf habe, konnte ich mich relativ schnell hier in Ostbelgien auch einleben. Meine Hauptaufgabe hier bei Chodosh Nixonergia ist vor allem Ausstellungen. Also ich kuratiere die Ausstellungen, ich suche die Künstler, Künstlerinnen aus. Ich versuche immer eine schöne Kombination zu haben, dass aus Deutschland, den Niederlanden, aber auch aus hier Ostbelgien Künstler gezeigt werden oder aus ganz Belgien natürlich. Die bekanntesten Veranstaltungen, die wir organisieren, sind unter anderem der Eupen Musikmarathon und Hast du Töne. Und was wir aber auch noch anbieten, ist Lesen hinterm Tresen, Seitenstraßen und ganz viele andere Veranstaltungen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Kultursommer, weil wir sind hier sehr gut und zentral gelegen. Wir sind schnell in Herk, da wo ich ein Festival besuchen werde. Wir sind aber auch schnell in Lüttich, in Brüssel, in Aachen, in Maastricht. Und da gibt es so einige Sachen, die man entdecken kann. Und wir aus Belgien sind meistens auch zweisprachig groß geworden. Also von daher haben wir natürlich überhaupt gar keine Berührungsängste.